In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Nacht, zum 21. Tag des Horror-Adventskalenders. Und der Titel der heutigen Geschichte lautet Das mörderische Buch. Ein älterer Mann lebt alleine mit seinen Tieren auf einem kleinen Hof an einem Waldrand. Eines Tages findet er bei einem seiner Spaziergänge durch den Wald ein altes Buch. Er nimmt es mit nach Hause und beginnt darin zu lesen. Als er am nächsten Tag aufsteht, liegt ein kleiner Vogel tot vor seiner Haustür. Daneben sitzt eine unheimliche schwarze Katze mit beinahe weißen Augen. Das Tier ist ihm unsympathisch und er ist sich auch sicher, dass sie etwas mit dem Tod des Vogels zu tun hat. Aber er hat ein gutes Herz, vor allem für Tiere. Deshalb bietet er der Katze etwas Futter an. Die faucht verängstigt und sieht ihn böse an. Am nächsten Tag sitzt die Katze immer noch vor der Tür, aber dieses Mal nicht mehr alleine. Neben ihr sitzt eine zweite, genauso unheimliche Katze, die dem Mann böse anfunkelt. Und zu seinem Entsetzen liegt wieder ein totes Tier neben den beiden, ein totes Kaninchen. Der Alte versucht, die boshaft aussehenden Katzen zu verscheuchen, aber sie bewegen sich keinen Zentimeter. Das Ganze wiederholt sich noch insgesamt viermal, bis sechs Katzen vor der Türe des Mannes sitzen, eine unheimlicher als die andere. Und die Tiere, die jeden Morgen tot vor dem Eingang des kleinen Häuschens liegen, werden immer größer. Am sechsten Tag lag der treue Hund des Mannes regungslos neben der sechsten Katze. Und da wird dem Mann etwas klar. Es muss etwas zu tun haben mit dem Buch, was er gefunden hatte. Als er es noch einmal liest, wird seine Ahnung bestätigt. Der nächste wird er selbst sein. Das Buch hat seine eigene Prophezeiung erfüllt. Er weiß instinktiv, dass es keinen Sinn hat, sich gegen den Fluch zu wehren. Wer das Buch gelesen hat, wird sein vorhergesehenes Ende haben, wenn die siebte Katze kommt. Am nächsten Tag fand man sein Häuschen bis auf die Grundmauern abgebrannt vor. Und auf dem kleinen Weg, der zu dem Grundstück führt, lagen sieben kleine Kadaver und eine völlig verkohlte menschliche Leiche. Und das war's auch schon wieder von dieser Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.